Ja, meine Lieben, heute ist es endlich mal wieder ein bisschen schöner. Mein heutiger Plan, ja, ich bin heute alleine hier. Manu geht's nicht so gut. Erkältung, böse, ja. Hilft nichts. Gut, mein Plan sagt heute, das Brett inklusive der Markise wieder naufzujagen, naufzuspaxen. Dann die zwei Bretter für Oskar hinten hin. Dazu sind noch einige Messarbeiten nötig. Markise hoch, ja, und dann habe ich das geschafft, was ich heute wollte. Und mal gucken, ob es noch mehr wird. Ich fange jetzt mal an, die Halterung für die Markise hinzuschrauben und dann das Brett irgendwie da hochjubeln. Naja, bin ja gespannt, ob ich das überlebe oder ob ich von der Leiter fall. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Leute, ich mag ja manchmal etwas bescheuert sein, auch in meinen Ideen, die meistens geil sind. Aber so bescheuert ist, dass ich jetzt hier oben stehe, rudernd mit den Händen, mit dem Brett bin ich dann doch nicht. Darum habe ich Mr. Leiter geholt, Brett auf der einen Seite oben aufgelegt, ja, und auf der anderen Seite schon mal zwei Schrauben angesetzt. Jetzt kann ich da die Schrauben ansetzen und dann den Rest. Und schwuppdiwupp ist das Ding schon oben. Ja, und so ähnlich wird es dann mit der Markise selber auch funktionieren. Hoffe ich zumindest. Brett ist oben. Eine von den Schrauben ist mir der Torx doch gegangen. Da habe ich halt jetzt eine andere reingedreht. Ja, und jetzt die Teile hier. Ganz langsam komme ich weiter. Ganz, ganz langsam. Aber die hängt schon mal oben. Jetzt noch rauskurbeln, vorne festschrauben und naja, mal gucken, wie sie nachher hängt. Vielleicht wird sie ja gerade oder auch nicht. Und dann kann jemand anders rumlästern, wie er will, ist mir wurscht. Ach so, und ja, das Brett da hinten habe ich auch schon festgeschraubt. Das Ding ist und bleibt schief. Ist mir ehrlich gesagt auch sowas von wurscht jetzt. Ich habe es probiert, die noch auszurichten. Nicht wirklich eine Chance. Egal. Hauptsache Markise. Das nächste Mal, wenn ich sie wegschraube, dann wahrscheinlich, um sie wegzuschmeißen. Weil, naja. Irgendwann kommt da mit Sicherheit was Neues hin auch. Wir werden sehen. Aber jetzt im Moment passt es so. Ups. So, nächster Akt. Die Bretter hinten positionieren. Die habe ich jetzt bloß mal probeweise draufgestellt. Von Oskar Mitte Abgang in Innenraum bis Unterseite. Also bis hier brauche ich 74 cm. Das habe ich jetzt schon mal rausgemessen. Ja, und jetzt muss ich bloß abmessen, wie weit das hier zum oberen Brett ist, und dann kann ich hinten das obere Brett markieren, kann das festspaxen, dann die Wasserlatte dazwischen, und dann kann ich das untere Brett festspaxen. Und genau so mache ich das, Leute. Eins nach dem anderen. Tja, wir sehen uns wieder, wenn die Bretter hinten dran sind. So, Leute, ja, lieber ein paar Schrauben zu viel als zu wenig. Und Unterkonstruktion für Oskar ist dran. Ich werde nachher dann erst einmal hier hinten alles rausräumen, den Müll weg, also auf Seite legen und ja, meine Platten auf Seite legen. Und dann werde ich anfangen auszumessen für das Untergestell, wo Oskar drauf kommt, dass ich das hinspaxen muss, kann. Ja, und da oben die Bretter muss ich auch noch wegmachen und die komischen Halter. Weil der Müll hier hinten kommt alles weg. Definitiv. Ja, hier vorne. Gehen wir mal rum ums Eck. Habe ich ja gesagt, das Brett habe ich auch festgeschraubt. Markise hängt. Naja, dann eigentlich
hätte ich ja jetzt schon mein Tagessoll erfüllt, was ich mir vorgenommen habe. Aber Leute, ich mache noch weiter. Ich möchte heute noch Oskar da hinten so halbwegs stehen haben. Und dann fange ich nämlich an, die feuerfeste Kirschdingster-Saft meldet sich. Dann werde ich nämlich anfangen, die feuerfeste Wanddurchführung fertig zu bauen. Es wird auch noch ein bisschen knifflig, weil Stichsäge, sehr vorsichtig, damit der Stein nicht bricht. Ach, wenn ich es bloß schon fertig hätte. Oje, oje. Aber sagte ich schon, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Manu hat gestern so ein leckeres Hühnersüppchen mit Beilagen und Einlagen gemacht. Und da futter ich nämlich erstmal einen Teller, bevor ich hier noch bewusstlos umfall. Jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt möchte ich heute nämlich auch noch weiterkommen. Heimfahren, essen, gut gehen lassen. Post abholen, Paket, Farbe. Und dann komme ich wieder her. Uff, nach einem reichhaltigen, leckeren Süppchen bin ich jetzt wieder hier, um festzustellen, dass ich gleich wieder losfahren kann. Ja. Und die Platte hier wird ja hier drauf festgeschraubt. Und da sind leider keine Schrauben einzeln mit drin. Also das finde ich jetzt nicht schön. Naja, und hier fehlt eine Mutter. Also Beilagscheiben, große Schrauben, Muttern. Dann kann ich nochmal los. Naja, aber ein Bohrer aus der Hosentasche raus. So, da haben wir die drei Elemente. Die Regenhaube mit Windschutz, das obere Rohr und dann eben das Stück mit dem Kamintürchen. Das werde ich hinten jetzt montieren. Ineinander werden sie hier über diese Pinüppel ineinander gedreht. Und dann mit dem Schnellverschluss, mit den Spannern einfach verklipst. So einfach ist es. Meine alten Kamine haben so Doppelspannbänder gehabt. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber das System geht auch sehr schnell und einfach. Ich werde das jetzt hinten aufsetzen und nachher zeige ich euch dann, wie Oskar steht. Scheiße. Einfach nur Scheiße. Wer viel misst, misst, misst. Das war schon immer so. Also irgendwo habe ich da einen ganz gewaltigen Fehler reingebracht. Das regt mir jetzt tierisch auf. Weil hier ist das Loch. Scheiße. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ah. Ja, das meiste wieder weg. Und neu festspaxen. Nochmal nachmessen. Das regt mich jetzt wirklich tierisch auf. Verdammt nochmal, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe 30 cm gemessen und dabei sind es plus 10. Weil ich habe vorher in der Trockenübung den Abstand von hier nach da unten, also diesen Abstand gemessen, anstatt den Abstand. Ah, ich gehe in den Wald und er drängt mich. Ah. Oder springe heute noch aus dem Kellerfenster, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Naja, jetzt mache ich den ganzen Mist nochmal weg. Mess neu aus und positioniere das alles neu und hoffe, dass es dann passt. Schande, Schande, Schande. So gefällt mir das Ganze jetzt schon besser. Oskar steht. Hier, die Wanddurchführung kann ich jetzt dann einmal auf den 200er Durchmesser dann übertragen. Dann einmal den Kreis aussägen. Und dann, wenn ich den Stein des Loch reingeschnitten habe, kann ich dann über das Rohr den Stein legen und dann genau
hier die Umrisse anzeichnen, dann kann ich das haargenau ausschneiden. Aber soweit, naja, sagen wir mal halbwegs stabil. Es reicht, ich bin zufrieden, Oscar ist nicht zu hoch. Da kann ich das verkraften, dass er noch ein klein bisschen arbeitet. Ein bisschen stabiler hätte sein dürfen, aber ich bin soweit zufrieden. Gehen wir mal weiter weg hier. Tja, so sieht Oscar weiter oben aus mit dem Windschutz. Jawohl. So, hier vorne bin ich ja für heute auch zufrieden und fertig. Ich bin fix und fertig, wenn ich ehrlich sein soll. Das Brett dran, die Markise wieder dran. Die nächsten drei Farbkübel, sprich 7,5 Liter sind da. Das Pavillon ist da. Ach, was will ich mehr? Dann da hinten steht was anderes. Das zeige ich aber erst nächste Woche oder am Wochenende. Das werden wir dann sehen. Tja, Leute, dann mache ich mal Feierabend. Stopf da hinten noch das Loch zu in der Wand. Naja, genügend Noppenfolie liegt hier ja jetzt rum, damit da nichts reinkommt über Nacht. Und puh, dann werde ich in den wohlverdienten Feierabend gehen heute. Video noch schneiden und dann sehen wir uns rein theoretisch morgen wieder. Da geht es aber dann wirklich los mit der Sägerei. Oh, davor graust es mir ehrlich. Diese Platten hier noch auf 200 Dings abmessen. Die 400er müssen noch kreisrund ausgeschnitten werden. Hölle, ist ja bloß so. Naja. Yton ist ein harter Stein dagegen. Okay, Leute, in dem Sinne sage ich, Ciao Ikowski, bis morgen. Wir sehen uns.